Ali, ¿a dónde vamos? Estamos yendo a ver más y saber más sobre nuestro baño seco. Aquí estamos otro día más en el Salón Internacional del Caravaning en Stuttgart y hemos venido al stand de Trellino para enseñarles los tres diferentes modelos que posee la marca, así como los diferentes tamaños. Estamos aquí con Katia de Trellino y vamos a hacer una pequeña presentación de todos los modelos que disponen. Kommt gern mit rüber. Wir haben drei verschiedene Produktreihen bei uns. Einmal eine Reihe komplett nur aus Kunststoff in verschiedenen Farben und verschiedenen Größen. Jeweils immer von S über M bis hin zu L. Dann haben wir eine Reihe aus Kunststoff und Holz, der Mix Holzdeckel und Kunststoffkorpus. Auch wieder von klein bis groß S, M, L. Und wir haben unsere Reihe komplett aus Holz. Das heißt, ihr habt einen kompletten Holzkorpus, auch natürlich wieder in drei verschiedenen Größen und auch in drei verschiedenen Farben. Das ist erstmal unsere Trellino-Vielfalt. Guckt mal mit, wir werfen mal einen Blick rein und ich zeige euch, wie es funktioniert. Es gibt einen Trenneinsatz, das heißt, flüssig wird von fest getrennt. Darunter sind zwei Behälter, ein Kanister für den Urin, ein Kanister für die Feststoffe, fürs große Geschäft. Vor dem großen Geschäft wird ein Beutel in den Behälter gelegt, damit wir es besser entleeren können. Das große Geschäft wird mit Streu abgestreut, mit zum Beispiel Kleintierstreu oder mit Aktivkohle oder Sägespänen oder feiner Rindenmulch, da seid ihr ganz frei in der Wahl. Das große Geschäft kommt rein, wird abgestreut, riecht aufgrund dessen nicht, weil es trocknet und dann kann das nächste große Geschäft drauf. Und der Urin wird in diesem Kanister gesammelt, kann auch nicht ausschwappen, weil wir einen Ausschwappschutz haben. Der Urin läuft durch, die Membran zieht sich wieder zu und auch wenn ihr mal durch Schlaglöcher fahrt, bleibt alles hier drin. Den Urinkanister könnt ihr in jeder Toilette entleeren, die an die Kanalisation angeschlossen ist. Beim Parkplatz mit Toilette, bei der Raststätte. Den Feststoffbehälter bzw. den Beutel knotet ihr einfach sehr gut zu, damit nichts rausfällt und werft den in die Restmülltonne. Ganz einfach, kein Wasser, keine Chemie, volle Freiheit, voll autark. Nur Vorteile. Richtig. Wir haben gesehen, dass ihr ein neues Modell hier habt. Das ist eine ganz neue Variante, oder? Ja. Das ist eine ganz neue Toilette bzw. ein Prototyp, also sprich die ganz, ganz kleine Schwester aus unserer Origin-Reihe mit Holz und Kunststoff. Hat aber auch den Holzdeckel, wird genauso robust sein, wird nicht gelb sein, sondern Anthrazit. Das ist jetzt wirklich der Prototyp, den wir erstmal nur vorstellen. Und das Tolle ist, dass diese Toilette in den T6.1 reinpasst, in das Küchenfach, also besonders komprimiert ist und somit eben auch super einfach zu verstauen. Und die wird ab Sommer bei uns im Shop erhältlich sein. Ihr könnt euch aber jetzt auch schon als Interessenten vormerken lassen und werdet dann jedes Mal mit Infos gefüttert, sobald es was Neues gibt zu der Toilette. Ich hoffe nur, dass ihr irgendwelche Modelle auf Geld sind, weil die Farbe gefällt mir echt. Vielleicht machen wir ein Special-Modell für dich. Special-Modell, extra für dich, genau. Das passt.